Und ich muss sagen, von hier oben, das sieht inzwischen total toll aus. Ein riesiges Meer von Fahnen, von Luftballons, von Transparenten. Ein starkes Bild, ein starkes Zeichen an die kommende Bundesregierung. Als nächstes möchte ich jemanden begrüßen von Gruppen, die sich zu einem Block auf dieser Demonstration zusammengeschlossen haben, die die Energiepolitik nie losgelöst vom großen Ganzen betrachten. Sie fordern nicht nur den sofortigen Ausstieg aus der Kohle, sondern wollen dem ganzen Wirtschaftssystem an den Kragen. Sie sind nicht nur Kohle, sondern wachstumskritisch. Und vor allem pflegen sie die direkte Aktion, ob im Hambacher Forst oder in der Lausitz. Begrüßt mit mir für den Anti-Kohle-System-Change-Block Stefanie Kroll von Gegenstrom Berlin. Liebe Leute, liebe Kämpfende für eine andere Energie, für ein anderes Energiesystem. Ich komme hier aus dem Anti-Kohle-Block, System-Change-Block dieser Demonstration. Wir fordern den sofortigen Ausstieg aus der Kohlekraft. Es wurde jüngst von 26 führenden Klima- und Energiewissenschaftlerinnen wieder erklärt, wenn wir so weitermachen mit diesem derzeitigen Trend der Kohlenutzung, dann liegen wir krass überhalb von einem 6-Grad-Szenario. Und das bedeutet, dass wir auf diesem Planeten, und ich jetzt zitiere die Wissenschaftler, wir werden hier Katastrophen erleben, die wir noch nie erlebt haben in der ganzen Existenz unserer Menschheit. Solche Aussichten lassen eigentlich nur einen Handlungskorridor offen, wenn wir weder Ökodiktatur noch Weltuntergang wollen. Wir müssen selber Hand anlegen und wir müssen den großen Widerspruch bearbeiten, was Jochen gerade gesagt hat. Das Motto unseres Blogs ist darum, Kohleausstieg ist Handarbeit, System Change, not Climate Change. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, Kohleausstieg ist Handarbeit? Wir im Anti-Kohle-Block, da sind super viele coole Leute drin, die machen Kohleausstieg als Handarbeit. Wir kämpfen mit Händen und mit Füßen gegen Kraftwerke, gegen Konzerne in ganz Deutschland. Man kann jetzt nicht erwarten, dass jede sich an Kohlebahn kettet oder bei Massenaktionen zivilen Ungehorsams mitmacht. Aber man kann schon ein bisschen erwarten, dass jeder nicht nur Like klickt und damit ist die Sache gegessen, weil Kohleausstieg funktioniert nicht via Facebook. Da muss man selber mal praktisch was tun. Also ich meine, Anti-Atom-Bewegung in den 70er Jahren, da gab es auch kein Facebook. Ja? Die waren gezwungen, auf die Straße zu gehen. Aber das kann unser Vorbild sein, weil überlegt euch mal, wie viele Leute da was verändert haben, weil sie entschlossen auf die Straße gegangen sind. Ich sehe hier auch total viele engagierte Leute, coole Plakate. Und jetzt stellt euch mal vor, die ganzen Menschen gehen nächstes Jahr mit in die Lausitz, umzingeln da die Dörfer, die andernfalls von Vattenfall platt gemacht werden, weil da noch irgendein anderer Tagebau hin ist, der überhaupt keinen Sinn macht. Oder die Leute, die alle hier sind, gehen ins Rheinische Braunkohlerevier in Hambacher Forst, setzen sich da vor die Bäume und machen klar, dass RWE diese Bäume nicht platt macht. Wie geil wäre das? Also das ist Handarbeit, okay? Vor Bäume setzen, Bäume umzingeln, total geil. Wir haben das in der Hand, aber wir müssen auch handeln und wir müssen viele klimaschädliche Abläufe mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unseren Körpern abwehren. System Change statt Climate Change. Das ist so der akademische Teil jetzt. Also für uns ist Energiewende nicht nur eine technologische Frage, weil viele Leute auch hier arbeiten in dem Bereich. Wir rütteln an Machtstrukturen. Wir wollen unsere Gesellschaft so gestalten, dass begrenzte Ressourcen global gerecht verteilt werden. Dazu müssen wir natürlich unser Wirtschaftssystem radikal umstellen. Aua! Es gibt aber kein unendliches Wachstum in einer begrenzten Welt. Das ist ein Märchen. Das ist grüner Kapitalismus. Das ist Verkohlung der Gesellschaft. Wir streben darum nach einem Systemwechsel und von der Abkehr vom fossilen Kapitalismus. Akademische Weltschwert mit Systemwechsel und großer Widerstand.
Widerspruch, kleiner Widerspruch. Wir reden da nicht drüber, wir legen selber Hand an, wir haben verständliche Argumente und wir hoffen, dass wir viele Leute da mitnehmen können. Für ein neues Energiesystem von unten, in gemeinschaftlichen Strukturen, ökologisch und sozial. Für einen sofortigen Ausstieg aus der Kohle, für ein anderes Wirtschaftssystem mit anderen Konsummustern. Ja. Das ist nicht cool, das will wirklich keiner. Deswegen machen wir jetzt hier eine geile Demo. Danke, dass ihr da seid und zugehört habt. Viel Spaß noch und nicht frieren. Ciao.